Praxismobilität nicht gegeben ist, nachgebessert werden. Ich habe bei den Minijobs ein bisschen eine andere Position, weil ich schon glaube, dass genau bei den Minijobs und Vertrauenskultur hin oder her, aber die Missbrauchsmöglichkeiten bei Minijobs sind tatsächlich die größten. Also sind wir 450 Euro angestellt und wenn Sie das mit der Stundenzahl X oder mit der Stundenzahl Y machen, dann können Sie den Mindestlohn unglaublich leicht umgehen. Deswegen bin ich bei diesen Aufzeichnungspflichten, da muss man gucken, was geht und was nicht, dass die 2.958 Euro Monatsgehalt da zu weit gegriffen sind, ohne Zweifel, und dass man da entschlacken könnte, auch ohne Zweifel. Was mich aber wundert, ist, dass wir eine 83% Koalition in Berlin haben. Und am 1. Januar greift dieses Gesetz. Zwei Wochen später kommen auf einmal die ganz Schlauen aus den Büschen und sagen, aber wir müssen doch mal die Evaluation da irgendwie ins Spiel bringen. Wir müssen doch mal gucken, wie das Ganze eigentlich wirkt. Wo sind die bürokratischen Hemmnisse, wo funktioniert die Praktikabilität nicht, wie wirkt es auf wen? Und was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht von Anfang an gesagt hat, lasst uns dies begleiten. Von Anfang an, wie wirkt es in den Branchen? Was ist mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit? Was ist mit dem Mindestlohn? Wo funktioniert es nicht und wo holen wir die Informationen auch zurück? Eine Evaluation, die 2020 beginnt, ja, das nützt uns gar nichts. Jetzt muss man es begleiten. Alle wollen den Mindestlohn. Sie, wir, die Gesellschaft, da sind sich ja alle einig. Aber in der Funktionalität muss man doch gucken, was klappt nicht und dann mit aller Ruhe umändern. Das hat die Große Koalition nicht hingekriegt. Dann kamen ein paar aus den Büschen, haben sich profilierungssüchtig hingestellt und haben gesagt, alles falsch. Ja? Funktioniert so gar nicht. Da muss man doch mal einen vernünftigen Weg finden, sagen, so setzen wir es um, was nicht klappt, verbessern wir, verändern wir. Im Übrigen hat der Normenkontrollrat meiner Ansicht nach sehr deutlich gesagt, Achtung, Achtung, welche Kosten kommen da auf die Wirtschaft zu. Da hätte man die ganzen Informationen gehabt. Ich verstehe nicht, warum man das nicht von Anfang an gemacht hat. Okay. Ganz kurz Replik. Ja, nur damit wir so ein bisschen versuchen, uns, obwohl wir Politiker sind, an das Gesetz zu halten, wenn wir hier reden. Wir evaluieren den Bürokratieaufwand nicht ab 2020, liebe Kollegin André, das haben Sie aber eben gesagt, sondern wir evaluieren dann die Höhe des Mindestlohns und übrigens nicht die Politik, sondern Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam in der Mindestlohnkommission. Dass wir jetzt natürlich reagieren auf die Vorwürfe, die kommen, was den Bürokratieaufwand geht, das finde ich übrigens das Normalste der Welt, um das ein bisschen freundlich zurückzugeben. Wenn wir das unter Rot-Grün gelegentlich freiwillig gemacht hätten, wären Sie vielleicht noch in der Regierung. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit werfen wir jetzt mal